kommt ein neues Wort. Uns. Uns ist nos. Sie verkaufen uns etwas. Du redest von mehreren Personen, sie verkaufen uns etwas. Mach es langsam. Wir nehmen das neue Wort. Nos lo venden algo. Wir brauchen nicht das lo, weil wir haben ja kein S. Sie sagen, wir haben ja das etwas, ne? Sie verkaufen uns etwas ist? Nos venden algo. Sehr schön. Nos venden algo. Und jetzt kommt erst meine Frage. Sie verkaufen es uns. Nos los venden. Eine Sache nur. Nos und dann? Nos lo venden. Richtig. Nos lo venden. Sehr schön. Nos lo venden. Sie verkaufen es uns nicht. Nos no lo venden. Nochmal ganz langsam. Nochmal. No nos lo venden. Sehr schön. No nos lo venden. Je langsamer, desto richtiger. No nos lo venden. Perfekt. Jetzt machen wir noch, ich mache immer ein Wort dazu. Warum verkaufen Sie es uns nicht? ¿Por qué no nos lo venden? ¿Por qué no nos lo venden? Sehr, sehr gut. Richtig. Er will verkaufen. Quiere vender. Schön. Quiere vender. Er will es verkaufen. Du hast zwei Verben. Du hast damit also die Option, wo das, wie du es machen willst. Hm? Er will es verkaufen. Quiere venderlo. Schön. Oder? Quiere lo vender. Eben nicht. Lo quiere vender. Genau richtig. Super. Lo quiere vender oder quiere venderlo. Er will es nicht verkaufen. No quiere venderlo. Schön. Er will es uns verkaufen. Quiere nos vender. Quiere. Du machst es entweder die ganzen kleinen Wörter ganz nach vorne oder ganz nach hinten. Du brauchst dich in der Mitte damit gar nicht zu unterhalten. Quiere vendernos. Und es? Lo. Ja. Quiere vendernos lo. Ja, oder nos lo quiere vender. Klingt unvertraut. Du kannst sagen, ich mache die kleinen Wörter am Anfang, dann habe ich sie weg. Oder du denkst dir, ich konzentriere erstmal, was er will oder was er nicht will und an wen oder was, das mache ich nach hinten. Das ist also, wie du möchtest, was dir vertrauter ist. Jetzt wird es nämlich ein bisschen schwieriger, weil ich das jetzt verneine. Er will es uns nicht verkaufen. Entscheide dich, willst du es davor, die kleinen Wörter, oder willst du es danach? No quiere vender nos lo. Super, sehr schön. Das waren viele Denkprozesse kombiniert und dann zusammengebaut. Schön. Und jetzt noch eine Stufe schlimmer. Warum will er es uns nicht verkaufen? Porque no quiere vendernos lo. Schön, herzlichen Glückwunsch. Das war's. Wechseln wir kurz das Thema und wir sitzen jemanden und sagen, wollen Sie es uns verkaufen? Quiere lo vendernos. Quiere. Ja. Quiere vendernos lo. Sehr schön. Oder? Lo quiere vender. Nos lo. Lo quiere. Entschuldigung, ich habe verstanden. No quiere. Wollen Sie es uns nicht? No quiere vender nos lo. Okay. Sie verkaufen. Mehrzahl. Mehrere Personen. Venden. Sehr schön. Sie verkaufen es dir. Was ist dir? Was war nochmal dir? Te. Richtig. Und es, weißt du ja, ne? Es ist lo. Also jetzt haben wir schon te lo. Und genauso muss es immer bleiben. Te lo. Es ist nie lo te. Es ist te lo. Es ist nur ein Verb. Das heißt, dieses te lo kommt nach vorn. Gut. Und verkaufen, sie verkaufen, war ja wenden.
Also der ganze Satz, sie verkaufen es dir, ist Tello wenden. sehr schön, te lo venden. Also sie verkaufen es dir. Jetzt will ich das aber fragen, verkaufen sie es dir? Tello wenden. Perfekt, es bleibt so, nur die Stimme wird gehoben. Sehr schön. Verkaufen sie es dir nicht? No Tello wenden. Perfekt, sehr schön. Ich will, dass du merkst, dass die Struktur immer bleibt. Wenden oder wenden lo oder wenden de lo oder dann das no davor, aber das andere bleibt stabil. Verkaufen Sie es mir nicht. Was war mir? Me. Richtig. Und das S war Lo. richtig. Und jetzt hast du wieder me und lo, das als kleine Wörter nennen wir die mal. Und die müssen ja immer in dieser Reihenfolge sein. Es ist niemals lo me. Es ist also me lo. Und jetzt kannst du dich entscheiden. Es ist also, wir haben das nicht, die Verneinung und das Wort für verkaufen. Verkaufen Sie es mir nicht. No Melo wenden. Sehr schön. Verkaufen Sie es uns nicht. Was war nochmal uns? Das war ein neues Wort heute. Nos. Richtig. Und dann das S war, bleibt lo. Und dann hast du ja jetzt nos und lo, was immer in dieser Reihenfolge ist. Es ist nie lo nos, es ist immer nos lo. Jetzt musst du es noch verneinen und du weißt, wo das no lo hinkommt. No, no, slow wenden. Sehr schön. Nonos lo venden, als Frage zum Beispiel. Super gut. Prima. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Wenn du möchtest, gib mir ein Like. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.